Hallo, darf ich vorstellen? Suchumimus mit seiner Beute. Dieses fantastische Modell wurde von Charlie McGrady modelliert und von Martin Garrett erstklassig koloriert. Schauen wir uns doch gleich mal den Kopf des Suchumimus in der Nahaufnahme an. Die langen, schmalen, krokodilähnlichen Kiefer stecken voll mit spitz zulaufenden, konischen Zähnen. Ideal, um damit glitschige Fische zu packen. Direkt über den Augen sitzen höckerartige Auswüchse, die sich zusammen mit dem mittig verlaufenden Kamm auf der Schnauze bis fast zu den Nasenlöchern ziehen. Dieses Modell hat schöne Glasaugen eingesetzt bekommen, was man gut an der verfolgenden Pupille erkennen kann. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf die schöne Gestaltung des Körpers und die tolle Bemalung. Entlang der Rückenlinie zieht sich ein grob gezackter, dunkler Stachelkamm bis fast zum Schwanzende. Auf dem Rücken sind viele Hautknochenplatten zu sehen, die sich farblich sehr schön von der in warmen Brauntönen gehaltenen, schuppigen Haut absetzen. Diese Bemalung gefällt mir ausgesprochen gut. Die Körperunterseite ist deutlich heller, aber genauso schuppig wie der Rücken. Hier kommen wir auch schon zur Beute des Suchumimus, einem großen Alligatorhecht. Aber zuerst schauen wir uns die mit großen Klauen bewährten dreifingerigen Hände an. Besonders die große Daumenklaue fällt auf, die bei Suchumimus eine Länge von gut 30 cm erreichen konnte. Man kann hier sehr schön das langgestreckte und bezahnte Maul des Alligatorhechts sehen. Die Bodenplatte zeigt einen felsigen und sandigen Uferbereich. Der Suchumimus ist gerade dabei, den Alligatorhecht auszuweiden, um an die weichen Innereien zu gelangen. Hier sind die Füße des Suchumimus zu sehen. Das Modell steht auf seinem rechten Fuß und stützt sich mit dem ersten großen Zeh des linken Fußes auf den Felsvorsprung. Kommen wir nun zu den Maßen des Modells. Von der Schnauze bis zur Schwanzspitze misst das Modell ca. 72 cm in direkter Linie gemessen. Zusammen mit dem Sockel erreicht das Modell 34,5 cm bis zum höchsten Punkt des Rückens. Der Körperform folgend beginnt mit der Schnauze über den Stachelkamm bis hin zur Schwanzspitze, misst der Suchumimus stattliche 87 cm in der Länge. Das entspricht einem Maßstab von etwa 1 zu 12. Jetzt kommt nochmal mein Arm ins Spiel, um die imposante Größe dieses Modells zu verdeutlichen. So, zu guter Letzt gibt es noch ein paar kurze Infos. Suchumimus lebte während der Unterkreide vor rund 126 bis 113 Millionen Jahren in Afrika. Es wird vermutet, dass der auf seinen Hinterbeinen laufende Theropode aus der Familie der Spinosaurier sich hauptsächlich von Fisch und vielleicht auch Aas ernährte. Die Größenangaben für den Suchumimus schwanken zwischen 9,5 bis 11 Metern in der Länge.